Birken haben einen schlanken Stamm, von dem dünne Äste unregelmäßig nach schräg oben abgehen. Nach unten hin biegt sich das Ende dieser Äste aber durch das Gewicht der kleineren Zweige und der Blätter dann nach unten. Für die Lichtseite mische ich ein sehr frisches Grün aus Cadmiumgelb-Zitron und Preußischblau und tupfe die Blätter an den Ästen und Zweigen entlang auf das Papier. Für die Mitte nehme ich jetzt Cadmiumgelb dazu und für die Schattenfarbe gebrannte Siena. Ich achte darauf, dass der Stamm an manchen Stellen sichtbar bleibt. Für die typischen Flecken auf dem Stamm mische ich eine schwärzliche Farbe aus Ultramarinblau und gebrannter Siena. Die Äste und die dünnen Zweiglein führe ich nur an manchen Stellen aus, sodass der Eindruck entsteht, als würden die Blätter drüber liegen. Auf der Wiese unter der Birke deute ich einen Schatten an, um den dreidimensionalen Eindruck zu verstärken.